Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Spectrum, Leute. Der erste Part ging durch die Decke, Leute. Und, wow, ich habe mich tierisch gefreut. Part 1 kam mega gut bei euch an. Hab den vorgestern hochgeladen, war irre stolz auf euch. Ja, hab mich sehr gefreut. In den Kommentaren stand auch drin, dass es einen neuen Elementaraffen geben soll. Hier irgendwo im Gras. Also nicht nur Sodamak und Grillmak und Wegeschieter oder wie es auch mal heißt. nee, es soll auch angeblich hier einen neuen Affen geben. Und zwar Opossol. Ganz klar. Nee, es soll nicht Opossol hier geben, Leute, sondern es soll einen weiteren Affen hier geben, den wir jetzt wahrscheinlich bekommen. Und zwar es ist Opossol. Cut. So, alle guten Dinge sind hoffentlich drei. Opossols. Okay. Wow, nee, Leute, so ist es nicht. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz, ich habe die Pokémon gerade aufgeheilt und werde jetzt nochmal hier reinjetten. Und ihr habt ja auch mal in die Kommentare geschrieben, dass viele Musik geremaked wurde aus Poké Park, aus Battle Revolution, wie gesagt, das wusste ich gar nicht. Und vielleicht ist es hier auch irgendwo, ihr habt auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, hinterm Haus irgendwo soll es diesen Affen geben. Aber ja, ich werde jetzt das mal nicht schneiden, ich werde das immer drin lassen. Wenn Ryback ein bisschen trainieren, unseren kleinen Zerstörer hier. Oh, mit. Oh, das ist so geil, Alter, dass wir Bedroher haben, ey. So OP, wir haben aber nur Scratch. Warum hast du einen Kratzer? Okay, vielleicht mit den Füßen so ein bisschen Kritzkratz. Ansonsten kann ich mir das nicht großartig vorstellen. Und Ryback outspeedet und deswegen tötet er. Das ist gut. Das ist gut, dass Ryback ein bisschen wenigstens trainieren können. Hat er. Das war ein Speedtie, oder? Das müsste Speedtie gewesen sein. Tötest du uns jetzt? Nee, oder? Weil er ein bisschen mehr Damage gemacht? Okay, macht einen Roll. Dann ist ja alles easy, das werden wir noch überleben. Ah, dass er so viel Damage macht, obwohl wir Bedroher rausgerotzt haben. Ryback, bist du so schlecht? Okay, jetzt haut er uns raus. LOL. LOL, Ryback. You got my back, Ryback. No way in hell. Ich weiß nicht, ob dieses Video mit Greenscreen ist oder nicht, weil ich habe jetzt mal den Greenscreen hinter mir gelassen, aber ich weiß nicht, ob ich den auflösen kann in meinem Programm. Ist nur ein Test jetzt erstmal. Für die Mond Wheelock, Leute. Wenn du mit dem, oh, das Pokémon ist gestorben, deswegen ist es gar nicht mehr hinter mir. Das ist ja ein nicer Effekt nebenbei so. Naja, hier haben wir ganz viele Vegimax. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt dieses. Da haben wir es, Leute! Pansurge, der Elektroaffe! Habt ihr mir in die Comics geschrieben, wie gesagt? Sehr, sehr cooles Pokémon. Wollen wir das fangen? Warum hält er sich seine Eier da fest, Alter? Nicht in meine Balls, bitte! Nicht in meine Balls! Kleiner Schlingel, du, ey. Komm, den schwächen wir mal. Oh. Ja, gut. Hätte man nicht machen müssen. Ach komm, Leute, ich habe ihn euch gezeigt. Scheißen wir drauf. Ich werde ihn mir jetzt nicht fangen, nur damit wir ihn haben und ich ihn eh nicht trainiere am Ende, weil so es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Nee, Leute, wir werden weitermachen, wie gesagt. Ich habe schon viel zu viel Zeit verschwendet, von daher sehen wir uns das wieder nach einem kleinen Schnipp. Da habe ich den Affen doch mal gefangen, Leute. Da seht ihr die ganzen Werte und es ist von Typ Elektro, wie gesagt. Geh mit Spitznamen. Oh yeah. Ich finde, einen passenderen Namen gibt es eigentlich gar nicht. Usain Bolt. Ist perfekt, oder? Enter to confirm. Ah, habe ich. Okay. Usain Bolt, Leute, ist damit unser Pokémon Nummer 3. So, jetzt aber werde ich ganz kurz aufheilen und alles drum und dran. So, wir sind wieder gewappnet, Leute, auf der Route, wo wir aufgehört haben. Und nun werden wir, wie es aussieht, in eine neue Stadt ankommen. Tatsächlich, Taldon Town. Was gibt's denn hier? Gibt's ein Pokécenter und Musik aus Pokémon XY? Fragezeichen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, das ist. Oh, und hier ist die Gang. Alter, Kiddies, lass mich durch. Ich bin Officer. Mrs. Yuka didn't tell us about you. We don't let you outside the pass. Okay. Weil unser toller Professor mit dem Afro nicht gesagt hat, wer wir sind, dürfen wir leider nicht hier lang. Aber wir gehen in die Grundschule rein. Oder was ist das hier? Ist es tatsächlich eine Schule? Hallo, Mrs. My four students are missing. Ja, die lassen mich nicht durch, die tollen Studenten. Vor allem Studenten. Die sind 12. Vier! Also vier, nicht nur vier, sondern 4 Jahre. Okay, wir können hier nicht durch. Wir werden mal, ja, schauen, was wir machen können. Was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Hütchen, warum auch immer. Warum auch immer Hütchen sind, aber okay. Eine riesige Statue von, was auch immer du bist. Was ist das?
Ist diese Statue ein Pokémon? Ich bin mir nicht sicher, es irgendwo gesehen zu haben. Ich auch nicht. Aber es hat einen Pokéball in der Hand. Sieht ihr das? Ein Pokémon. Es sieht aus wie ein Knospi-Mutantenschnitt. Nehmen wir mal so hin. Route 3 haben wir hier. Vielleicht gibt es ja hier coolere Pokémon. Wir haben bisher 3 Pokémon, wovon eins gelevelt ist und das andere so halbwegs. Also Ryback ist schon fast Level 4. Ich habe noch ein paar Pokémon-Sieg gehabt mit dem Boy. Hier war ich auf Parrot Repel. Okay, Schutz. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Und Ryback, guckt dir mal, wie du mich das immer anguckst. So, hey Junge, nimm mich mit, nimm mich mit. Und das ist Knight. Knight Devil Battle. Ich kenne den Boy doch. Ich kenne den Boy doch. Wir wollen aber erstmal ein paar Beeren hier abstäuben. Uran! Uran ist immer gut. Oh, komm mal nicht weiter mit Zerschneider halt nur. Und ich würde sagen... Wir wollen wir gegen Knight battlen? Wir müssen gegen Knight battlen. Aber gucken wir erst vorher, was für Pokémon es hier auf dieser Route gibt. Vielleicht neue Pokémon, vielleicht coole Pokémon. Vielleicht! What the fuck are you? Dango! Haben sie einen Dog mit Sengo gepaart und dabei ist Dango rausgekommen? Irgendwie hat das dieselben Augen wie Ryback. Hat ein Hund mit Ryback rumgemacht? Who knows? Diese Frage wird mir keiner beantworten können. Außer, dass Ryback wahrscheinlich kassiert hardcore, ey. Komm, Ryback! Jawohl, wir machen gut Damage. Aber er outspeedet halt, ne? Ja, er outspeedet. Und da er outspeedet, müssen wir damit rechnen. Ja, er macht genauso viel Damage wie wir. Wir gehen raus auf Parry. Ist halt das Sicherste, was wir machen können in dem Sinne. Wir hauen den Hund einfach mal kaputt. Und der Hund sieht aber sehr süß aus. Sehr, sehr süß. Und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere zurzeit was aus. Ich habe jetzt viel, viel mehr Zeit für den Kanal, was mich sehr, sehr natürlich freut. Und ich probiere jetzt halt was aus. Ich will mal gucken, wie ihr reagiert auf andere Spiele, die nicht nur Pokémon sind. Bist du Gestein? Oder Boden wohl eher, ne? Weil Gestein geht ja nicht. Das wäre Scratch nicht effektiv. Ryback Level 4. Nice. Cool. Das freut mich. Das ist cool. Die kann man gut leveln, wie es aussieht dann mit Parry. Nee, ich habe Mario Kart hochgeladen vorgestern, glaube ich. Und das kam relativ gut bei euch an, der erste Part. Und hier haben wir einen Tumble, das haben wir schon im letzten Part gesehen. Ist, glaube ich, vom Typ Pflanze. Gehe ich mal stark von aus, anhand der Blätter und sowas da, was das alles ist. Und ja, es kam relativ gut bei euch an. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut bei euch ankommt, weil ich möchte ganz gerne nicht nur Pokémon bringen, sondern halt auch mal Sachen, die ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber klar wird der Kanal natürlich... Alter, mache ich wenig Damage. Soll der Kanal natürlich bezogen bleiben auf Pokémon, weil das macht auch am meisten Spaß und euch, wie es aussieht, auch. Deswegen, aber ein bisschen Abwechslung muss mal sein, Leute. Deswegen dachte ich mir, komm, drop mir mal Mario Kart. Nintendo hat es mir freundlicherweise... Oh no, Wine Whip. Not good. Good stuff. Wir brauchen unbedingt eine Flugattacke auf Ryback. Das Ding ist aber, wie soll man das bekommen? Wie soll man das bekommen? Was war das denn? Planet Roads? Ist das ein Klingsturm? Was war das für ein Move? Ich weiß nicht, ob ich probieren soll mit Bubble mal. Wir können es mal probieren, wie viel Damage trotzdem wir dann raus. Treffer ist nicht effektiv, aber es macht guten Damage dafür. Speedfall vielleicht noch? Nee. Defense Curl. Das Ding ist halt einfach, er boostet sich auch gerade physisch hoch die ganze Zeit. Doppel Defense Curl, da habe ich keine Chance mit. Verwurzler ist das, glaube ich, was da eingesetzt hat. Ne, egal. Wie gesagt, Leute, deswegen nimmt es mir jetzt nicht ganz übel. Sagt, Zero, Mario Kart ist scheiße. Das gucke ich mir nicht an. Guckt es euch an, Leute. Das ist ultra witzig gemacht, wirklich. Also, Maga, machst du viel Damage. Wäre das unser erster KO hier? Wäre niemals. Wir Speeden machen mehr Damage. Geben ihn in den roten Bereich. Nach töten wir ihn mit Ryback vielleicht sogar. Easy. Kein Problem für uns, Alter. Selbst wenn du jetzt nochmal Wine Rip machst. Das tanken wir. Wie ein Baus tanken wir das mit 7 KP. Jetzt ist er im Bereich, wo wir nicht mehr töten können, aber egal. Das süße Parry, das Schnabeltier. Parry! Ich liebe Parry, Alter, so süß. Aber dass wir so viele Hits für den brauchen, das ist krass. 31 und 18 nur für Parry, ey. Boah, krass. Dringend aufhalten, dann gehen wir zu Knight. Gehen wir zu Knight, komm, wir gehen zu Knight, oder? Komm, wir probieren's. Wer ist er denn da? Mystery Man oder was? Der hat ein Fragezeichen in seinem Kopf. Komm, wir labern den Typ gleich an. Ey, yo, ist das neueste Mode? Aber Fragezeichen 8, oder ist das nur ein Fragezeichen? I'm not sure. Wir gucken mal. Hey, boy, was geht ab? Hello there, I'm the helpful mask man. Okay, need your Pokémon to follow you? So, er beantwortet einfach so random Sachen. Er ist so ein FAQ. Frage-Antwort-Dings. Brauchen wir nicht. Wir wollen Knight besiegen, Leute. Das ist unsere Mission, das werden wir jetzt tun. Wenn wir den Boy finden.
Wenn wir den Boy finden. Oh, nicht mehr, du, ey. Vor dir flüchte ich auch jetzt. Ich hab gar keinen Bock gerade auf dich, ey. Tumbil. Oder Tumbli, Alter. Geh mal auf Tumblr und dann kannst du von mir aus deinen emotionalen Post machen, von wegen, warum du nur ein Auge hast und dich keiner liebt und keiner gegen dich kämpfen will. Wine Whip. Das resisten wir, Digga. Das resisten wir, Digga. Lass mich jetzt bitte run. Kennt ihr diese Pokémon, die einen einfach nur aufregen wollen und euch nicht in Ruhe lassen? So eins ist das. So eins ist das. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben gegen den Boy. Ich werde mal lieber die Uranbeere ein Pokémon von uns geben. Wir haben Pokebälle, Uranbeere. Geben wir wirklich mal einen guten Parry. Falls es wirklich Not tun sollte, haben wir sie. Aber ich denke mal nicht. Parry ist Level 9, Alter. Er ist ein Biest. Aber er hat halt ein Pokémon, was uns effektiv treffen könnte. Mal gucken. Hello Zero, so you came here to, some kids blocking the way? Okay. Achso, hier ist auch kein Weitergang, wie es aussieht. Er will gar nicht gegen uns kämpfen. Er sagt nur, er will hier keine Zeit verschwenden. Aber hier gibt es coole Pokémon, meinte er. Schauen wir mal. Opossol. Das ist wirklich ein cooles Pokémon, mein Junge. Da hast recht. Gibt es nicht überall, das Ding. Wir sind aber nach diesem Opossol auf Level 8. Ja, 4 plus 1 ist auf jeden Fall 8. Zero. Da hast du auf jeden Fall recht. Level 5. Und erlerne vielleicht eine Flugattacke, was uns weiterbringt. Das wäre sehr, sehr gut, Leute. Das wäre sehr, sehr wichtig vor allem. Habe ich auf meine Aufnahme hier an? Das wäre irre sad, wenn nicht. Aufnahme ist an. Ja, die Aufnahme ist an. Oh Gott, Leute. Ich habe gerade kurz damit gerechnet. So, oh, no. Ist die Aufnahme an? Ja, ist alles an. Wow, ich bin stolz auf mich. Ich habe es geschafft, die Aufnahmen alle anzumachen. Ich bin gar nicht so bad, wie ich dachte. Nee, aber wie gesagt, ich habe bald viel mehr Zeit für den Kanal. Werde vielleicht auch Livestreams bald machen. Vielleicht freut euch das ja. Vielleicht werde ich da Sachen wie Spectrum und sowas spielen. So Live-Hacks einfach, damit ihr mitmachen könnt. Nicht unbedingt Logs oder sowas, weil das ist halt ein bisschen mehr. Und Schnabel, Quick Attack. Ist eine Stab Attack. First Try Priorität. Ist nicht so bad. Können wir mitnehmen. Hier ist aber sonst nichts, ne? Nein. Gut, dann werden wir jetzt auf Route 2 gehen. Wir haben mit Nike gesprochen und jetzt können wir, wie es aussieht, auf Route 2 gehen. Wir haben leider keine Flugattacke gelernt. Minus. Minus, 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 minus. Ist nicht gerade das Positivste, was wir gerade erlebt haben. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch. Deswegen. Aber wie gesagt, was haltet ihr von der Idee? Was haltet ihr von Livestreams, wo ich Hacks spiele? Gut oder schlecht? Das weiß er nicht. Vielleicht sagt ihr, ne, Zero, da habe ich keinen Bock zu. Vielleicht spiele ich auch irgendwas anderes dann live. Gerade mit der Switch auch vielleicht Mario Kart oder Zelda. Weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Spiele ich privat sehr, sehr gerne. Zwar nicht oft, aber sehr, sehr gerne halt. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Er sagte, ich soll auf Route 2 gehen. Ah, wo ist das? Bruh, wo bist du? Das ist jetzt die Frage. So, wir suchen einfach mal. Was haben wir hier denn? LOL! LOL! Was? Hey? Was? Ist es immer zu Post? Hab ich gelost. What? Geister? Was war das denn? Alter, das war ja mega spooky. LOL, ich kam mal auf die Idee, alle mal die Häuser hier abzuchecken, weil es geht nicht weiter. Yukas Haus. Okay, wir müssen da rein, ne? Ja, genau. Frau Yuka. Hi there. Hat die grüne Haare? You must be the person Joshua told me about. Thanks. Ja, das bin ich. Why don't you take this? Ein Handy. Danke. Pokegear. Dankeschön. Right now it doesn't have any functions, but it includes a map. Okay, wir haben jetzt eine Town-Map. Und wir haben... Oh, False Wipe. Okay. Ist das nicht Kratzfurie? Ich meine schon, ne? Ja. 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 Dankeschön. Thank you, Pokémon Liga. Ja, ja, werden wir machen. Wir werden unsere Skills unter Beweis stellen in der nächsten Folge. Spaß noch so wie in der ersten Folge, ja. Oder zweiten. You always trainer. Okay. Die hat ehrlich grüne Haare. Ich dachte, hier ist noch so ein Vegeshita davor hier, aber nee, sie hat grüne Haare. Finde ich interessant. Vielleicht können wir jetzt ja an der Route 2 lang. Weil jetzt haben wir das Pokémon gesehen, wir haben mit ihr geredet. Ich denke mal, dass das Events getriggert haben. Nö, hat's nicht, oder? Ah, wir haben Pokégear. Ja, jetzt können wir vorbei. What? Alle gegen ein? Was seid ihr denn für Kinder? Habe ich aber aufgehalten. Gegen Green hat er den
Ja, ihr habt alle Affen, Alter. Ich wusste es. Ihr seid richtige Schwachmaten, ey. Namen sei es, kann alle Affen, die Boys. Los, Ryback! Ryback rules. Ryback wird nicht nur rulen, Ryback wird zerstören. Quick Attack! Quick Step Attack! In your face! Oh, das macht die Hälfte. Wine Whip resisted as fuck. As fuck. Wenn ihr Level 3 Wine Whip habt, dann lernen wir ja Level 3 eigentlich Thundershock. Das heißt, wenn ich mein Usain Bolt trainiere, wird der blitzschnell werden, Leute. Wird der blitzschnell werden. Level 7. Alter, gibt's so viele P. Ich hoffe, wir erlernen einfach gleich noch irgendeine Flugattacke. Das wäre ultra wichtig. Komm, haut mich alle kaputt. Zeig mir, was you can. Show me what you can. Pia. Pia mit Pansy. Pansy, Pansy. Der hat die geilsten Haarschnitte. Der hat so einen Kackhaufen als Frisur, ne? Kleinen Kackhaufen hat der Boy. Immer schön den guten Bedroher reinknallen, ey. Das macht nämlich immer richtig Power. Bam. Wieder Twit. Was, wenn man anderes erwartet, Leute? Wir sind Level abgegangen. Und da kommt der Burn. Kein Burn. Sehr gut. Sehr gut. So will ich das sehen. Vorbildlich. Nee, die sweepen aber so weg, die kleinen Trainers. Und ich habe gerade 3 Parts mit dem guten Nico aufgenommen. Bin. Huhu. Bisschen heiser schon. Deswegen steht der Greenspeed auch noch. Ich habe mir gedacht, komm, wir probieren das mal aus. Und ich will das mal wissen, wie das aus. Wie das wird. Wenn ich jetzt bald die Dixon starte. Die. Mond Lock. Aber das sehen wir dann, Leute. Ich würde sagen, wir machen noch die paar Trainer kaputt und dann war es das für den heutigen Part doch schon, Leute. Sehr, sehr kurz, ich weiß, aber ich merke es einfach, meine Stimme. Puh, die geht gerade echt ein bisschen flöten. Ich habe keinen Bock, dass ich gleich ohne Stimme hier sitze oder halt gar nichts mehr rausbekomme. Und deswegen töten wir ganz schnell mal das Sodamark. Bam, da haben wir den beiseite gekickt, den Boy. Wir haben den Preschooler besiegt und jetzt kommt der letzte noch wahrscheinlich mit dem Surprise, Motherfucker! Elektroaffen, den ihr mir gespoilert habt in den Kommentaren, ey, kleine Hunde. Nee, ist aber nicht schlimm. Deswegen, aber der hält sich echt die Eier fest, ne? Du bist ein kleiner Schlingel, Alter. Der hält sich die Eier die ganze Zeit fest. Finde ich auch cool, dass man das macht, ey. Das ist ja gar nicht so eine bad Idee, so solche Trios zu erweitern. Finde ich eher gesagt eine geile Idee. Thundershock, würde das? Nee. Das ist sehr gut und ich merke es ehrlich, meine Stimme ist ehrlich weg, Leute. Es tut mir leid, ich würde die Party ganz gern länger machen, natürlich von Spectrum, Leute. Aber jetzt gerade ist echt schlecht. Der nächste Part wird vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht laufe ich noch eben die neue Route rein, gucken wir das mal eben an. Die kleinen Schüler hauen jetzt alle ab, gehen wieder in ihre Klasse rein. Wir können aber kurz sagen, gucken, was die Lehrerin sagt. Wird wahrscheinlich auch so ganz erschrocken sein, so. Ich habe die Schüler alle hergeholt wieder. Thank you for getting back here. Okay. Krieg ich was? Return! Passt ja, wir haben sie returned. Ja. Wir können return. Alles cool. Digga. Alles klar, Digga. Wie Inscope sagen würde. Und wir haben hier Route 2. Und hier geht's auch weiter, wie es aussieht. Mit Pokémon und Days. Und das und jenes. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr Greenscreen haben? Wer das überhaupt jetzt Greenscreen geworden ist? Dann lasst es mich wissen, bitte. Und unterstützt auf jeden Fall das Projekt mit einem Like. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Livestream sehen wollt. Zu Hacks und dies und das und jenes. Haut rein, bis nächstes Mal und ciao.